No-Scope ins Gesicht. Er hat natürlich hier ordentliche Skins. Also es ist absolut möglich, dass er auch mit teuren Skins vielleicht irgendwie cheatet. Er hat auf jeden Fall gutes Movement. Sowas hier zum Beispiel. Also das sieht wirklich auch nach Wallhack aus, ne? Was kommt jetzt? Kranker Molly auf jeden Fall. Hi Leute, Forti hier. Neues Overwatch am Start. Wir sind auf der Map Mirage. Wie in letzter Zeit recht häufig. Tatsächlich hatte ich sehr, sehr häufig in letzter Zeit Overwatch-Fälle auf Mirage. Ich weiß nicht, habt ihr das auch beobachtet? Wir schauen uns mal unseren ABB-Spieler hier an. Schöner Shot. Der hat natürlich irgendwie so ein bisschen vorgeaimt vorher. Obwohl man, naja. Also ich sag mal so, jeder Spieler hätte den Shot vielleicht nicht hinbekommen. Also den erst recht nicht. No Scope ins Gesicht. Der hat danach noch eine kleine Pause gemacht, um irgendwie vielleicht sich selbst zu feiern. Keine Ahnung. Er hat natürlich hier ordentliche Skins. Also jetzt nicht so unfassbar teure oder sowas. Aber schöner Jump. Also der hat ein bisschen was drauf, der Kollege, glaube ich. Also er hat natürlich schöne Skins. Also das muss man schon sagen. Also keine Ahnung. Das Knife ist irgendwo im Bereich, keine Ahnung, 130, 150 Euro oder sowas wert. Bobby Knife, Ultraviolet. Hat eine AWP Neo Noir, die ist auch ein bisschen was wert. Also, die Skins sind auf jeden Fall mal am Start, deswegen gucken wir diese Watch, um eben Skins zu sehen. Nein, natürlich nicht, sondern um zu sehen, ob Cheater mit solchen Skins oder Spieler mit solchen Skins auch cheaten. Er hat eine schöne Popflash, ich glaube, so in der Form habe ich die noch nicht gesehen. Muss man vielleicht, also es gibt eine Million Variationen von irgendwelchen Popflashes auf Stairs, aber die ist auch sicherlich nett. Auf Mirage gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viele Popflashes. Okay, jetzt hat er den natürlich steppen gehört, natürlich auch durch die Flash hat sich der Typ verraten. Aber auch vorher sah das, naja, so ein bisschen danach aus, als hätte er den irgendwie da schon vermutet oder wie auch immer. Will ihn jetzt natürlich trollen mit dem Zeus. Gelingt ihm auch, also ich denke mal, auch anhand des Stands können wir sagen, vielleicht sind die Spieler oder die Gegenspieler hier nicht besonders krass. Alle haben einen Frag und das war's. Keine Ahnung. Anker und also im Prinzip das ganze Team vom Suspect geht hier richtig steil ab. Und der Suspect ist nur nicht mal der krasseste. Da, hat er so ein bisschen Richtung Ramp runtergeguckt. Ich weiß nicht, ob der wirklich den Gegner schon irgendwie durch die Mauer angeguckt hat. Das sieht natürlich immer so ein bisschen verdächtig und komisch aus. Tatsächlich kommt das sehr, sehr häufig vor, dass man auch selbst, in irgendeine Wand irgendwie pre-aimt oder sich orientiert oder wie auch immer. Und für den Zuschauer, für den Overwatcher kann das natürlich so aussehen, als hätte man gerade den Gegenspieler hinter der Wand angeguckt. Aber naja. Man weiß es nicht. Also ich will jetzt nicht gleich sagen, okay, der ist absolut safe und cheatet safe nicht. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber Manatee läuft einfach durch den Molly durch. Was ist das denn für ein krasser Spiel? Na gut, der ist auch tatsächlich der Bottom-Fragger bei denen. Das sieht aber auch komisch aus. Natürlich hat er jetzt keine Steps und nichts gehört. Vielleicht hätte er denn jetzt vermutet, dass der da steht. Aber ich weiß nicht, also es ist schon ein bisschen seltsam sieht das schon aus, weil er einfach sich absolut sicher ist, wo der Gegner steht. Also es ist schon auch alles möglich, sage ich mal. Also es ist absolut möglich, dass er auch mit teuren Skins vielleicht irgendwie cheatet, aber er kann auf jeden Fall krasses Movement hier. Also man muss sagen, also okay, tatsächlich gibt es sogar eine sinnvolle Verwendung für so einen Jump. Und auch da aimt er, ich weiß nicht, er sieht zwischendurch immer mal aus, immer mal so danach aus, als hätte er irgendwie die Gegner hinter den, also in den Apps hinter den Mauern da angeschaut. Das ist natürlich die Trolle, also da hittet er auch niemanden, glaube ich. Okay, einen hat er tatsächlich so gehittet. Das ist aber auch nicht der Rede wert. Er hat auf jeden Fall gutes Movement. Sowas hier zum Beispiel würde ich nicht einfach so mal, ich glaube, aus dem Stand hinkriegen oder einfach, also auf die Idee kommen, das zu machen. Weil man spielt einfach in seinem Kosmos irgendwie und man setzt sich nicht unbedingt mit solchen krassen Dingen auseinander. Okay, auch so eine Popflash so irgendwie über die Seite, das ist irgendwie, sieht zwar für mich irgendwie suspekt aus, aber hat sicherlich eine Daseinsberechtigung. Also ist sicherlich nicht so verkehrt eigentlich. Weil er natürlich auch schon
in die Richtung des potenziellen Gegners schaut und die Flash irgendwie über ihn drüber fliegt. Auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall scheint das kein schlechter Spieler zu sein. Also ich glaube auf jeden Fall auch besser als ich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt auf jeden Fall gesagt habe. Aber krasses Movement. Ja, ordentliches Kind. Auch die ganzen Flashes und so weiter. Der Shot ist okay im Rahmen. Das kann man erstmal so sagen dazu. Aber natürlich auch seine Mitspieler sind ziemlich krank. Also wie viel hat der jetzt? Ich kann natürlich nicht beurteilen, was der, also seine Mitspieler machen. Hat er jetzt vorher schon gesteppt? Also das sieht wirklich auch nach Wallhack aus, ne? Er hat den Typ, ich meine, nicht der Shot an sich, aber vorher hat er ihn auch schon angeschaut, wo er vor Ramp stand. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur so aussieht. So eindeutig ist das nicht, aber das sieht suspekt aus für mich. Ja, okay, also B-Hops macht er. Das ist aber, ich sag mal, grundsätzlich ist das möglich, auch zu B-Hoppen. Ich kann auch tatsächlich manchmal irgendwie 5, 6 B-Hops am Stück machen. Ich übe natürlich einfach zwischendurch irgendwie beim Laufen. Also statt Laufen versuche ich einfach B-Hop zu machen. Und das, je mehr man das übt, desto besser klappt das natürlich. Und wenn ein Spieler irgendwie mit 3.000 bis 5.000 Stunden schon echt viel in-game verbracht hat und viel geübt hat, dann kann sowas auch einfach gelingen. Obwohl das natürlich komisch aussieht. Und viele können das natürlich auch nicht und sagen, das ist gar nicht möglich ohne Skript. Stimmt alles gar nicht. Und die Gegner scheinen auch wirklich nicht so krass zu sein, sonst wären solche Shots auch gar nicht möglich oder solche Kills. Der Typ auf Stairs, der saß die ganze Zeit irgendwie ziemlich fest und fix und hat sich gar nicht bewegt. Der Suspect hat ihn natürlich ziemlich pre-aimed sozusagen. Aber er hat auf jeden Fall gutes Knowledge hier. So eine City Smoke kennt er natürlich. Ist jetzt vielleicht nicht so krass besonders, aber was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Alter Verwalter. Kranker Molly auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, kannte ich auch nicht für die Triple Box da. Richtig geil. Also den muss man auf jeden Fall kennen. Wenn ihr den kennt und vor allem könnt, ruhig in die Kommentare schreiben. Ich glaube, so einfach ist er gar nicht. So über die Mauer da drüber zu schmeißen, dass er auch wirklich auf den Boxen landet. So, jetzt ist er in der Unterzahl. Die Gegner pieken auch nicht so wirklich. Auch daran sieht man, dass das keine guten Spieler vielleicht sein können, weil die bewegen sich überhaupt nicht. Also, die setzen keine Utility ein. Okay, die haben auch keine mehr tatsächlich. Das war eine Eco. Also ich muss auch wirklich sagen, das sieht ein bisschen komisch aus, weil er wirklich schon durch die Mauern voraimt sozusagen. Ich meine, natürlich wusste er, dass da ein Gegenspieler ist, Stairs, aber er war ja auch ziemlich genau drauf. Vielleicht sieht das für mich einfach nur so komisch aus und dann jemand anders, also ich will jetzt nicht irgendwie, dass vielleicht irgendwelche Goldner was sagen, das war definitiv Wallhack. Man könnte ja einfach behaupten oder sagen, ja, aber ein guter Spieler könnte vielleicht sagen, nee, ich spiele genauso. Von daher, ich kann ihm jetzt tatsächlich nichts drücken, obwohl es, also nicht safe drücken. Es kann absolut sein, dass man mit solchen Skins irgendwie auch am Cheaten ist. Und aber das Movement war wirklich krank. Also ich muss sagen, das war definitiv ein besserer Spieler vom Movement, vom Knowledge her. Besserer Spieler als ich vor allem. Also ich kenne solche Mollys nicht, solche kranken Jumps irgendwie nicht. Ich kann ihm jedenfalls nichts guten Gewissens drücken, obwohl es schon möglich ist oder möglich wäre, dass er auch mit Wallhack gespielt hat. Viele Shots oder viele Frags hat er jetzt nicht gemacht, sondern sein Team hat viel für ihn erledigt. Der eine oder andere AWP-Shot war vielleicht schon grenzwertig, sage ich mal, aber trotzdem auch machbar. Und jetzt machen wir schnell eine Clutch-Case auf. Ich mache in letzter Zeit sehr viele Clutch-Cases auf, weil ich endlich mal irgendwelche Globs will. Natürlich droppen die nicht, sondern es kommt irgendein blauer Mist. Aber naja. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis denn. Und liken nicht vergessen.